Eieieiei. Okay, jetzt platzen die Infos wieder mal aus allen Nähten und irgendwie habe ich so ein bisschen Jurassic Park 3 Vibes. In diesem Fall jetzt hier geht es aber um Jurassic World Dominion, das heißt ein Film, der auch wirklich so im Kino gekommen ist, wie er hätte auch ursprünglich rauskommen sollen, mit ein paar Änderungen, Abweichungen vom eigentlichen Drehbuch, während Jurassic Park 3 ja eine ganze Katastrophe hinter sich hatte und der Film ja so ins Kino gekommen ist, wie er einfach dann, naja, hätte gesehen werden können. Also Jurassic Park 3 war ja nicht das Produkt, das wir gesehen haben, wie es auch ursprünglich geplant gewesen ist. Deswegen finde ich sehr interessant, dass Colin Trevorrow jetzt das erste Mal ein Interview gegeben hat, oder nicht das erste Mal, das Interview ist schon ein bisschen älter, aber jetzt hat das Ganze quasi nochmal neue Ausmaße angenommen. Denn jetzt wurde offiziell bekannt gegeben, was für eine Wichtigkeit der Giganotosaurus ursprünglich in der gesamten Jurassic World Trilogie hätte spielen sollen. Wir quatschen einfach jetzt mal drüber und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Der Giganotosaurus ist für mich persönlich eine Riesenenttäuschung gewesen. Zumindest in Jurassic World Dominion hat er einfach nicht diesen Impact gehabt, den ein neues Tier im Jurassic-Universum, also ein neues Cover-Maskottchen für mich haben muss. Der Tyrannosaurus Rex in Jurassic Park 1 und auch in The Lost World Jurassic Park 2 müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Der Spinosaurus, ey, man kann Jurassic Park 3 mögen oder nicht, man kann den Spinosaurus auch hassen oder lieben. Der Spinosaurus hat irgendwie eine Wirkung auf Menschen hinterlassen und vor allem eben auch für Chaos und für Tod gesorgt. Der Indominus Rex ist dann unangefochten wahrscheinlich die Nummer 1 der Tötungsmaschinen im gesamten Jurassic Franchise. Der Indoraptor selber war auch nicht gerade verkehrt, der hat auch einige Tode mit zu verzeichnen und eben auch so eine Bedrohung ausgestrahlt. Der Giganotosaurus hingegen, er hat bis auf die Anfangsszene, die wir im Kino nicht gesehen haben, aber in der Extended-Version, wo er den T-Rex getötet hat, nicht wirklich einen imposanten Eindruck hinterlassen. Und das sollte ursprünglich nicht so sein. Ich habe mit euch bereits über bestimmte Konzeptzeichnungen aus einem Jurassic World gesprochen, also aus einem sehr frühen Konzept von Jurassic World gesprochen, wo wir auch mal über dieses Bild hier, glaube ich, gequatscht haben. Und da habe ich sogar noch gesagt, ja, das ist ein sehr frühes Konzept vom Indominus Rex. Und das war auch damals eigentlich zu der damaligen Zeit überall so hinterlegt. Ja, das ist der Indominus Rex. Inzwischen wissen wir allerdings, nein, das sollte ursprünglich der Giganotosaurus sein. Ja, tatsächlich war der Giga ursprünglich als Bösewicht-Dinosaurier für Jurassic World 1 gedacht gewesen. Jetzt ganz kleiner Mini-Spoiler für alle, die die Bücher nicht gelesen haben. Der Giganotosaurus in Jurassic World 1 sollte ursprünglich die Rolle einnehmen, die der Carnotaurus in The Lost World Jurassic Park 2, also im Buch, eingenommen hat. Denn der konnte sie eben auch tarnen aufgrund seiner Genmanipulation und das haben sie jetzt hier quasi auch eigentlich gedacht, mit dem Giganotosaurus umzusetzen. Der sollte sich ursprünglich tarnen, der sollte eigentlich die große Gefahr aus Jurassic World 1 werden. Warum man das Ganze nicht umgesetzt hat, ist ein bisschen Meta, finde ich, weil Colin Trevorrow hat sich gedacht, okay, Jurassic Park 3 ist jetzt schon so lange her, der ist auch nicht ganz so gut angekommen, The Lost World Jurassic Park 2 ist ja noch viel länger her und ich weiß nicht, ob 2015 immer noch Leute Dinosaurier sehen wollen. Also kommt das noch gut an. Quasi die Message, die auch der Film rüberbringt, war im Endeffekt der Grundgedanke, warum Trevorrow dann gesagt hat, nee, wir nehmen keinen echten Dinosaurier, wir nehmen keinen Giganotosaurus, wir nehmen den Indominus Rex. Deswegen wurde aus Jurassic World mehr oder weniger ein Monster-Movie und ja, die meisten von euch werden es eh wissen, im Indominus Rex stecken auch DNA-Teile und DNS-Stränge vom Giganotosaurus mit drin. Das Design vom Indominus Rex ist übrigens auch sehr stark am eigentlichen Giganotosaurus-Design inspiriert gewesen. Und ja, die Klauen vom Indominus Rex stammen tatsächlich vom Therizinosaurus, auch wieder ein kleiner Callback an Jurassic World Dominion. Aber es geht noch weiter, denn der Giga war ganz am Anfang im Grundgedanken, wo noch nicht wirklich eine Geschichte zusammengefriemelt war, nicht dafür gedacht gewesen, im ersten Jurassic World Film zu sterben. Das Tier sollte die gesamte Trilogie über der Hauptbösewicht-Dinosaurier sein. Und hier habe ich mir gedacht, ich mag sowas. Ich finde es cooler, wenn wir
einen Antagonisten, das ist halt ein Tier im Endeffekt, über eine bestimmte Zeit im Film mit dabei haben. Das hätte mir hier ganz gut gefallen. Und tatsächlich hätten wir den Giganotosaurus bereits in Jurassic World 2 Fallen Kingdom gesehen. Denn da haben wir auch die Szene, die den meisten bekannt ist als die Szene, wo eigentlich hätte der Spinosaurus auftauchen sollen, wo der Vulkan in die Luft fliegt und der T-Rex dann eben den Carnotaurus umbringt. Da hätte ja ursprünglich der Spinosaurus auftauchen sollen. Aber der Kampf zwischen Spinosaurus und T-Rex hätte ein bisschen länger gehen sollen. Und das fand dann eben der Regisseur doof, wenn im Hintergrund ein Vulkan in die Luft geht und dann kämpfen die beiden Saurier noch über längere Zeit. Deswegen wurde der Spinosaurus ursprünglich rausgeschnitten. Aber noch vor der Idee, den Spinosaurus einzufügen, sollte hier eigentlich der Giganotosaurus die Gruppe, also Owen, Franklin hieß er, glaube ich, und eben Claire jagen. Und zwar über die komplette Insel, während die in die Luft fliegt, in dieser Gyrosphäre. Da wurden jetzt nicht nur einfach Konzeptzeichnungen von veröffentlicht, die wir auch im Jurassic World Dominion sehen können. Nein, da wurden auch erste Ideen dahinter veröffentlicht oder wie die ganze Szenerie hätte aussehen sollen. Wir hätten nämlich einen One-Camera-Shot gehabt, also ohne einen einzigen Schnitt, wo wir gesehen hätten, wie die gesamte Crew quer über die Insel fährt, eben mit der Gyrosphäre. Der Giga wäre hinter denen hergerannt und links und rechts wären immer wieder Dinosaurier aufgetaucht, die dann eben von Aschewolken ummantelt geworden wären, von Steinen getroffen worden wären oder eben in der Lava versunken wären. Hört sich nach irgendwie einer ganz geilen Szene an und irgendwie muss ich dabei auch an Jurassic World Dominion denken, an die Szene mit Owen und dem Motorrad. Ich weiß nicht wieso, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Grundidee mit diesem One-Shot für Jurassic World Dominion benutzt wurde. Das war zwar kein 1:1 One-Shot gewesen, aber irgendwie habe ich daran denken müssen. Das heißt ja, der Giga ist in Jurassic World Dominion natürlich zum einen gelandet, weil er eben jetzt das neue pompöse Maskottchen sein sollte. Zum anderen war aber der Grundgedanke schon von Anfang an da gewesen, dass der Giga der große neue Dinosaurier werden sollte. Wie genau dann Jurassic World 2 Fallen Kingdom ausgesehen hätte, wurde nichts dazu gesagt. Das würde ich mal sehr interessant finden, weil es dann da irgendwann ins Lockwood-Anwesen geht. Und da macht es dann eben auch Sinn, den Indoraptor einzuführen, weil der eben auch kleiner ist und sich durch die Gänge schleichen kann. Mit einem Giga wäre das irgendwie schlecht gegangen. Ja, wie gesagt, diese Idee mit dem Giga ist lange, lange, lange Zeit, bevor die Drehbücher wirklich fertig gewesen sind, entschieden worden. Oder, naja, gedacht worden. Jetzt frage ich wie immer dich, wie ist deine Meinung dazu? Bist du den Hybriden gegenüber skeptisch? Hättest du gesagt, ja, ich hätte auch lieber den Giga gesehen, der einfach durch natürliche Art und Weise sich hätte tarnen können, quasi wie der Carnotaurus auch in The Lost World Jurassic Park? Oder sagst du, nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Indominus Rex und finde das so cool, wie es geworden ist. Ich hoffe, diese Information war interessant für dich. Ich bin raus für heute mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.